Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 BB Challenge, liebe Leute. Und wie ihr seht, befinden wir uns im Cast, denn ich würde gerne heute die Kim umstylen, denn die hat's bitter nötig. Die sieht nämlich so aus und das möchten wir nicht so gerne, denn sie sah als Kind sehr viel süßer aus. Außerdem hatte ich gerade vor dieser Aufnahme einen ganz lustigen Zufall, denn irgendwie bin ich auf irgendeinen Knopf anscheinend gekommen und habe dabei auch versehentlich das Livestreaming gestartet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich ungefähr 2 Minuten ins Mikrofon reingeatmet und ja, nicht wirklich viel gesagt, weil ich das gar nicht gecheckt habe. Dann ist es mir aufgefallen, dann bin ich sofort offline gegangen. Und ja, da waren aber auch schon sehr viele anscheinend im Chat. Also nochmal einen lieben Gruß an euch, die gestern Abend da waren. War sehr lustig. War echt aus Versehen. Tut mir auch sehr leid für die Leute, die sich dann gefreut haben. Danach habe ich mir dann gedacht, ach komm, scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach live. Dann wäre ich noch live gegangen. Aber dann hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Dann hat sich irgendwie alles aufgehangen und so. Ich konnte den Chat nicht mehr lesen. Und dann wurde mir das alles irgendwie zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, Freunde. Ich nehme das jetzt eben auf, ne? Weil ich war heute auch arbeiten und so. Und deswegen bin ich nicht mehr live gegangen. Aber ich nehme jetzt im Anschluss direkt diese Folge auf und deswegen nochmal ein fettes Sorry und schöne Grüße an euch alle, die gestern Abend noch im Chat waren. Sehr lustig. Aus Versehen live gegangen. Passiert, ne? So ist es halt. Und Professionalität ist ja eine Tagesordnung, kann ich immer wieder nur sagen. Und wir beginnen mit dem Umstyling, meine Damen und Herren, von der guten Kim. Da machen wir direkt mal dieses normale Alltagsoutfit. Da gucken wir nochmal die Frisuren jetzt in Ruhe durch, weil... Letztes Mal haben wir das auf die Schnelle gemacht und deswegen gucken wir jetzt nochmal ganz in Ruhe, was ihr so steht. Kurze Haare, ich weiß ja nicht. Also ich würde auf jeden Fall lange Haare, glaube ich, nehmen. Aber diese süße Frisur, ne? Also diese als Kleinkind hatte, das war ja richtig süß. Also die finde ich echt mit am hübschesten. Die ist ja auch lustig. Ich glaube, da wähle ich wirklich fast... Obwohl die auch süß ist. Passt irgendwie auch zu ihr, ne? Weil sie sah ja als Kleinkind eher so aus. Ich glaube, das machen wir auch. Ne, die ist zu kindlich. Die finde ich schon cool irgendwie. Ich glaube, die nehmen wir auch. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kleine wieder. Hier Gesicht können wir jetzt nichts machen. Accessoires könnten wir vielleicht ein paar Ohrringe nehmen. Da wählen wir einfach mal irgendwie hier so Standard oder so Weiß-Gold. Ist immer gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Klamotten. Ich guck mal eben bei Komplett-Outfits einmal durch. Das finde ich ja auch süß. Das hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht an, oder? Ist ja auch irgendwie niedlich. Das finde ich ja auch so süß, ne? Das ziehe ich ja so gerne an. Das sieht irgendwie süß aus, oder? Sollen wir das nehmen? Ich glaube, wir nehmen das. Also es wird Zeit für ein Umstyling, deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du das mal eben schnell. Voll die gruselige Musik gerade, oder? Wie so Vampire-Dingens. Haben wir nicht irgendwie andere Schuhe? Sind das alle Schuhe? Ich weiß nicht, ob die Schuhe mich jetzt gerade so umhauen. Die gehen eigentlich klar, oder? Ja, die gehen klar. Die sind okay. Gut, dann haben wir schon mal Outfit Numero Uno. Dann gucken wir mal bei der zweiten Outfit-Wahl, ob wir da vielleicht irgendwie mal so ein normales T-Shirt einfach nehmen. Mal ein bisschen durchgucken. Wenig Speicherplatz freigegeben. Das ist eine tolle Meldung. Vielen Dank. Ah, schwierig. Ach, das ist ja auch süß. Da oben mit dem Glitzer finde ich ja schön. Das halten wir schon mal im Auge. Das ist ja auch geil. Was ist das denn hier? Astro-Cat? Oh, guck mal. Das ist denn Sims Bieber. Das ist ja süß. Boah, man sieht die viel zu selten, ne? Diese kleinen Kinder-Outfits irgendwie. Jetzt kann man sich die eigentlich mal alle angucken. Den finde ich auch immer noch toll. Aber ich glaube, wir nehmen diesen Glitzer-Pulli. Den fand ich irgendwie am schönsten. Weil den finde ich auch bei den Erwachsenen-Sims so süß. Oder dieses Glitzer-Shirt.
vielleicht in einem frischen Weiß. Und dann gucken wir mal nach einem Höschen, was es da so gibt. Die finde ich ja auch schön. Die ist ja irgendwie auch süß, ne? Ach, die ist ja auch cool. Hauptsache, ich entdecke gerade erstmal so den Cast für Kinder, weißt du? Guck ich mir nie an. Warum mache ich das eigentlich nie? Weil ich immer der Meinung bin, das ist einfach viel zu wenig. Ich hätte lieber viel mehr Auswahl. Ich glaube, ich nehme die Erstsoße hier. Die finde ich irgendwie am stylischsten. Ist jetzt zwar sehr einfach. Das Outfit. Aber irgendwie trotzdem schön, finde ich. Machen wir rosa. Damit sie noch ein bisschen was Mädchenhaftes an sich hat. Und dann nehmen wir die weißen Chucks. Das sieht voll sommerlich aus. Dann gucken wir mal bei schön. Bei schön hat sie das an. Das finde ich ganz schäbig. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, so. Und dann diese Schuhe hier. Also die Musik im Cast, die ist überhaupt nicht nervig. Die ist einfach nur schön. Sportkleidung, da können wir eigentlich so was Einfaches nehmen, aber die Brille kann mal weg. Moment. So, Brille kann weg. Auch das finde ich auch nicht schlecht, eigentlich. So ein Jumpsuit, da ist man immer gut mit angezogen. Obwohl ich das, glaube ich, noch einen Tick süßer finde hier. Machen wir mal so. Und Sportschuhe bekommt sie auch. Nee, aber der nicht die. Das sind ja voll die Tracking-Schuhe. Nehmen wir die. Das passt. So, dann haben wir noch Schlafanzug. Haben wir da eigentlich auch Kombinationen? Ja, das Süße hier. Das finde ich auch total niedlich. Das nehmen wir auch. Warum hat sie eigentlich immer eine Brille auf? Wir nehmen den. Und die Socken lassen wir an. Das finde ich cool. Guck mal, so richtig ausgeflippt mit den Socken. Wie geil. So, bei Party. Da gucken wir mal eben, was es hier bei vorgefertigten Looks gibt. Da gibt es ja auch ein paar neue. Ey, da hat sie auch immer noch diese Haare. Moment, das müssen wir eben ändern. Zack. So, jetzt nochmal. Vorgefertigte Looks. Das finde ich ja auch so süß. Ach nee, so als Fee brauchst du nicht gehen. Ich glaube, wir nehmen... Sollen wir einfach das nehmen? Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann nehmen wir einfach das. Und Schwimmoutfit, da gucke ich mal eben. Dann nehmen wir, glaube ich, diesen hier, weil den finde ich einfach nur putzig. Und eine... Nee, ein Armband dazu. Oder zwei? Machen wir so. Das finde ich ganz süß. Ist doch sehr schön. Übrigens hatte mich jemand gefragt, ob sie vielleicht Vegetarierin werden kann. Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist eine gute Idee. Das hatten wir auch noch gar nicht. Ich gucke mal eben gerade hier bei Penny, ob es hier noch was zu überarbeiten gibt. Vielleicht mal eine neue Frisur für Penny. Komm. Wir geben ihr mal eine neue Frisur. Einfach so ganz spontan machen wir das jetzt mal. Ach, guck mal, wie hübsch sie ist, oder? Da muss ich direkt mal einen Screenshot von machen. Das ist irgendwie wieder die alte Penny, ne? So sah sie am Anfang immer aus mit den Haaren. Das nehmen wir, glaube ich, auch einfach mal. Oder? Wir nehmen das einfach. Das finde ich gut. Und wir gucken auch gerade mal bei Outfits. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Wenn wir schon mal dabei sind hier gerade. Können wir der Penny mal eben schnell einen zweiten schönen Alltagslook geben. Machen wir mal hier Nummer 3. So, Nummer 3. Moment. Jetzt gucken wir mal oben bei Oberteilen. Da hatten wir nämlich auch einige Sachen, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Ach, Penny ist auch so eine, die kann auch alles tragen, ne? Das steht ja alles gut. Na, das ist nicht so. Das trägt ein bisschen auf. Ah, das finde ich ja auch so geil, das Oberteil irgendwie. Passt auch irgendwie zu Penny. Aber in welcher Farbe? Das passt voll zu ihren Augen. Das passt richtig krass zu ihren Augen. Aber das ist ein bisschen zu krass. Das sieht auch gut aus.
Komm, nehmen wir mal sowas, so eine etwas dezentere Farbe, weißt du? Stehst du? Und weil der Look ist ja schon gewagt, ne? So, jetzt gehen wir nochmal hoch und gucken mal, was es hier noch so an Hosen gibt. Guck mal, das sieht auch voll lässig aus. Wie cool ist das denn? Die Hose ist ja auch mal geil. Irgendwie. Boah, die Hose finde ich richtig cool. Die feiere ich voll. Ich weiß nicht, für viele wird das jetzt wahrscheinlich auch so, boah, nee, die Hose geht gar nicht. Aber irgendwie finde ich die total geil. Aber es passt nicht zu Penny. Da müssen wir, die Hose ist auch cool. Da müssen wir der Penny mal wirklich was anderes anziehen. Aber da hätte ich schon ein paar Leute, denen dieser Look gut stehen würde. Das schauen wir auf jeden Fall mal. Aber wir brauchen jetzt erstmal eine andere Hose. Nee, die passt nicht so ganz. Ich muss mal so ein bisschen die Farben durchgehen, was da so... Das finde ich ganz schön. In Kombi. Das geht auch. Aber ich glaube, ich finde das ein bisschen besser. Moment, und jetzt mal Schuhe. Da müssen wir mal gucken. Obwohl, die Hose ist vielleicht doch ein bisschen hell. Ich gucke gerade mal, was für Schuhe wir nehmen. Hier habe ich doch gerade irgendwo Schuhe gesehen, die cool waren. Warte mal. Wo waren die denn jetzt? Da, die wollte ich mir mal angucken. Was ist das denn? Geil. Was sind das für Schuhe? Aber passen eigentlich jetzt voll, ne? Sollen wir einfach nehmen? Wir nehmen die einfach. Passen eigentlich jetzt. Oh Gott, ihr werdet mich hassen, oder? Aber irgendwie ist auch cool. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt es irgendwie. Passt zu Penny. Jetzt hat sie diesen Look. Ist ähnlich. Diesen Look und diesen Look. Und den Look, den müssen wir auch irgendwie mal überarbeiten. Warum habe ich ihr das je gegeben? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Was ist da wieder in mich gefahren? Das könnt ihr mir wahrscheinlich auch nicht erklären. So, was mit Lukey Boy? Muss der auch noch was gemacht kriegen? Nee, Luke sieht eigentlich gerade ganz lässig aus. Obwohl, irgendwie das Dress geht auch nicht mehr. Ne? Ach komm, stylen wir jetzt alle um. Und dann machen wir das Dress aber hier weg. Warte, machen wir zwei weg und machen wir dem, geben wir dem nämlich ein neues. Das geht ja gar nicht irgendwie, ne? Hat der schon immer an, oder? Seitdem wir den kennen. Wird der noch nie umgestylt? Doch. Guck mal, so sieht der schon ganz anders aus. Hör mal, da machen wir den Look jetzt mal schick hier. Können wir gleich mal gucken, ob es vielleicht neue Frisuren für den gibt. Steht dem alles irgendwie gut. Der kann voll viel tragen und trägt die ganze Zeit dieses weiße Hemd. Toll. Das sieht schön aus. Ich liebe ja dieses Oberteil, ne? Muss ich ja wirklich mal sagen. Also wirklich, das sieht sehr, sehr gut aus. Finde ich jedenfalls. Und meine vernünftige Hose, der Junge hier. Der muss hier immer in den alten Lumpen rumlaufen. Keiner kümmert sich um Luke. Wird mal Zeit jetzt. Hier, die passt doch. Machen wir die in so einem Hellblau. Das sieht doch cool aus. Warte, und dann... Jetzt habe ich voll Bock, den Luke fertig zu machen. Voll geil. Sonst machen mir Männer meistens nicht so sehr Spaß wie Frauen. Aber diesmal ist es anders. Da finde ich den Look gerade am besten. Weil wir den noch gar nicht umgestylt haben. Kommt mir jedenfalls so vor. Boah, irgendwie finde ich die schon voll schäbig. Die gehen doch klar. Ja, das sieht doch gut aus. Luke! Du Boy! Was geht denn mit dir ab? Geben wir dem noch ein paar coole Tattoos? Komm, der Luke, der macht jetzt einen auf Rebell. Der lässt sich jetzt hier voll krass tätowieren. So. Kriegt er die Arme voll? Ja, warte mal, hier kriegt er das. Genau, das sieht cool aus. Ein Arschgeweih kriegt er, nein. So Engelsflügel. Oder lieber ein Anker, ist das zu weiblich? Geben wir ihm einen Anker. So, das reicht jetzt aber auch. Wollen wir jetzt nicht übertreiben, ne? Aber sieht schon klassenbesser aus, direkt der Typ. Warum haben wir den nie umgestylt? Ich verstehe es nicht. Erklärt es mir bitte. Wartet. So. Oder? Oder ist die Kette too much? Die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mm, ja, die nehmen wir auch. Und jetzt gucken wir mal eben nach Friesen. Also diesen 3-Tage-Bart finde ich bei Luke echt schön. Den würde ich, glaube ich, auch lassen.
Hey, Bill von Tokyo Hotel. Was geht? Ist ein bisschen zu schmalzig. Das geht eigentlich klar. Das finde ich auch süß. Das finde ich süß. Ich glaube, das lassen wir. Irgendwie ist das süß. Ich bin ja total begeistert. Luke. Du netter Boy. Du machst ja Macy-Basy Konkurrenz. Muss man ja wirklich mal sagen. Ne? Normalerweise war ja Macy-Basy immer unser Top-Man. Ja, wenn es hier um Sachen Sims geht. Aber Luke, Manometer, du. Also, ich sehe da Potenzial, Freunde. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr auch Potenzial seht. Und wenn euch die Folge gefallen hat vom Umstyling, dann lasst der Folge gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Auch da würde ich mich sehr, sehr freuen, ehrlich gesagt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Haut rein!